Wenn du die Autobahn verlassen sollst, dann sagt der Prüfer dir circa 1000 Meter vor der Autobahnausfahrt, dass er rausfahren möchte. Du hast also genug Zeit. Ordne dich dann schon mal frühzeitig rechts ein. Hier bei der 300er Barke setzt du den Blinker. Wichtig ist aber, die Geschwindigkeit beizubehalten. Du fährst also weiter, ganz normal. Machst hier vorne den Fahrstreifenwechsel am Anfang des Verzögerungsstreifens. Und erst hier wird gebremst im Normalfall, sodass du mit circa 50 im dritten Gang wieder aus dieser Kurve rausfahren kannst.